Moin bei Trashkurs und ihr habt heute wieder ein Einzellagerfeuer gebucht und zwar für Temptation Island, Temptation Island und zwar Folge 8. Leute, ja, Einzellagerfeuer stehen auch heute an, mit den Girls zumindest. Letzte Woche sind wir stehen geblieben bei Vivian und ich will hier gar nicht so lange wieder vorher rumquatschen, weil ihr könnt euch darauf einstellen, dass wir uns gemeinsam wahrscheinlich abfacken werden, aber Lola ist ja auch noch da. Falls ihr immer noch keinen RTL Plus Account habt, macht das jetzt hier fix. In der Videobeschreibung ist ein Link. Ansonsten auch in unserer Bio auf Insta. Und dann freue ich mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Ihr knallt die Kommentare wieder voll. Falls ich irgendwie was ganz anders sehe als ihr, freue ich mich auf den Austausch. Ja, Vivians Lagerfeuer. Let's go. Die sind ja auch gefühlt die ganze Zeit immer zusammen. Klar ist sie wunderschön, die Sandra. Wunderschön, die Sandra. Sie ist ein gebildetes Mädchen, sie weiß, was sie halt im Leben hat. Krass. Auf jeden Fall das Kuscheln ist für mich eine Grenze, die er überschritten hat. Wenn du halt einen Partner hast, so, dann hast du auch nur mit diesem Partner zu kuscheln und einzuschlafen. Die ganze Zeit sagen, ja, sie ist so wunderschön und so gebildet. Natürlich verletzt einen das, wenn man das dann so hört, dass er halt auch über eine andere Frau so redet. Ich muss halt nicht immer so schlecht über meinen Partner denken oder über ihn reden. Man hat natürlich auch einfach Angst, den Partner zu verlieren, auch wenn ich weiß, dass ich nicht daran schuld bin. Glaubst du, er liebt dich so sehr wie du ihn? Also ich hoffe, dass er mich genauso liebt, wie ich ihn auch liebe, aber es ist natürlich schwer, sowas halt zu glauben. Ich wünsche dir so sehr, dass du deinen Wert kennenlernst. Ja. Also das war Schnelldurchlauf vom Lagerfeuer und es ist so, man hat das Gefühl, wie wenn du bist so nah dran, du bist so kurz davor zu raffen, dass du was tausendmal Besseres verdient hast. Und ich verstehe auch ihren Punkt, wenn sie so sagt, man möchte jetzt da nicht so scheiße über den Partner reden, mit dem man ja noch zusammen ist. Aber sieh doch mal die Bilder als solches, wie sie sind. Schwarz auf weiß, bunt auf einem Temptation Island Fernseher. Es ist ja, daran ist ja nichts mehr schön zu reden. Und es ist ja, sie sagt ja auch solche Punkte wie, Alter, es gibt's, also eigentlich, klar, erstmal nur die Grenze des Kuschelns überschritten, aber dann merkt sie ja selber in den Erzählungen, dass auch schön wäre, wenn er eben nicht so über eine andere Frau reden würde. Das sind alles Grenzen, die hier schon überschritten worden sind. Und ich weiß nicht, wie er sie dann da vollquatschen will danach, dass er dann wahrscheinlich sowas sagt, ja, naja, das war halt meine Bezugsperson. Es kann auch deine Bezugsperson sein, ohne dass solche Sachen da stattfinden. Es ist Wahnsinn. Aber Lola hat es schon eigentlich perfekt gesagt. Vivian, wir wünschen dir einfach nur alle, dass du deinen Wert erkennst, ihn siehst, ihn annimmst und danach auch handelst. Und nur noch Menschen, die diesen Wert schätzen, in dein Leben lässt. Aber wichtigste ist, dass die Eiche gut ist, ne? Aber ist auch noch was drüber über der Eiche bei mir. Käse, ja. Ihr wisst, wie mein Penis aussieht, ihr wisst, wann ich Bock habe. Das ist echt krass, nach so wenig Tagen. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass er da bei diesen Themen so offen ist. Ich finde es schon ein bisschen peinlich, aber letztendlich muss er wissen, wie er sich gibt. Deswegen ist es, ich zweifle ja auch nicht an unserer Beziehung oder unserer Liebe. Aber Vertrauen tust du ihm ja auch nicht zu 100%. Wenn er getrunken hat, nicht mehr. So, wir sind da ja schon letztens stehen geblieben mit diesem ganzen Thema Alkohol, wo ihr auch recht hattet, dass natürlich auch was bei ihr familiär da einfach in der Geschichte liegen kann, weshalb sie da so reagiert. Aber hier sagt sie ja nochmal ganz klar auch bezogen auf Phil, dass sie ihm da nicht vertraut. Deswegen bin ich einfach der festen Überzeugung, dass da schon öfter was passiert ist. Ich finde das halt krass. Ich meine, es muss nicht jeder eine ganz offene Person sein und mit Körperteilen und Co. da alles so rausposaunen. Aber alleine ihre Reaktion, ihre Gesichtsausdrücke, es gab ja wirklich, sage ich jetzt mal im Vergleich zu den anderen Jungs, keine schlimme Szene. Sie hat nur diese eine Szene hier gezeigt bekommen, wo alle im Wohnzimmer chillen und wo halt auch mal so darüber gesprochen wird. Ja, mein Gott, dann erzählt halt dein Freund, dass er unbeschnitten ist. Es ist da, also, es ist jetzt nicht so schlimm. Also es ist wirklich, ich finde es nie so wild, weil ein Penotius ist was ganz Normales. Es haben viele Menschen haben das unten dran baumeln. Es wirkt halt echt so ein bisschen so und ich hasse das. Aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein, weil wie gesagt, Brüde ist es irgendwie kind of, verklemmt kind of. Aber es sagt ja niemand, dass sie jetzt so krass offen sein muss. Aber ich habe eher das Gefühl, dass sie damit eher zeigt, wie wenig
im Reinen sie mit sich selber ist und wie selbstbewusst sie sich selbst ist. Wisst ihr, wie ich meine? So, mach dich frei davon, Girl. Alles easy. Warum braucht er so viel Aufmerksamkeit von anderen Frauen? Tatsächlich haben wir da auch schon ganz oft drüber gesprochen. Phil sagt immer, er braucht das so ein bisschen für sein Ego. Das ist natürlich schon was, was mich natürlich auch stört. Und natürlich wünsche ich mir da auch, dass er das auch in den Griff bekommt. Ja, gar keine Meinung dazu. Weil wir sind halt auch schon seit 8 Jahren zusammen. Ich meine, dass man mal, dass es Beziehungen gibt oder dass ich zumindest meinem Freund erlauben würde, dass man, wenn man zusammen weggeht oder so, dass du flirten kannst. Flirten auch bis zu einem gewissen Maß, ne? Das wäre für mich okay. Verstehe aber auch Leute, die das nicht okay finden. Aber dann muss hier ganz klar nochmal gesprochen werden, weil das bleibt ja dann eine Situation, die dich auf ewig abfacken wird. So, wenn dein Partner jemand ist, der das nun braucht. Oder du entdeckst in dir einfach irgendwie einen Raum des Verständnisses dafür, wo du sagen kannst, ja, mein Gott, dann ist es halt so, juckt mich, nee. Ich vertraue ihm trotzdem so sehr, dass er ja da, dass trotzdem niemals was passieren wird. Das muss dann Laura für sich selber irgendwie feststellen. Mir geht's gut und ich bin gespannt, was heute kommt. Und heute ist ein sehr schöner Abend, ja. Nur wieder sagen, dass ich mich aufs letzte Lagerfeuer freue und mir dann sagen wird, was da in seinem Köpfchen vorging. Ist ja klar, dass mich das irgendwo verletzt. Aber es heißt nicht, dass ich ihm nicht vertraue, dass ich glaube, dass er mich vergessen hat. Was vermisst du am meisten? Alles. Er ist meine zweite Hälfte. Und ihn möchte ich nicht mehr sein. Mensch, die Mäuse, Marie und Tamo. Eigentlich will man da jetzt schon so hinschreien oder beim Gucken schon schreien. Mann, wenn du die anderen Szenen von ihm sehen würdest. Da war wirklich für mich die allererste und einzige Szene von Tamu, die er da abgeliefert hat, im Pool mit 2 Mädels im Arm und dann noch so anfeuern, dass sie sich knutschen und klar, also ich sag auch, sowas würde ich eklig finden und peinlich. Aber so wie sie es eben auch sagt, das hat ja dann, die vertraut ihm ja trotzdem, dass sie das verletzt, ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist aber eine Sache, wo ich sage, das wird sich Tamu angucken und am Ende auch sagen, Gottes Willen, Alter, peinlo. Des Todes, finde ich, über sowas kann man eher wieder dann hinwegschauen oder so ein Bild kann man eher vergessen. Als Bilder von Yoshi oder Mo. Gibst du alles, was ich will? Ja. Kopf ausschalten, Körper anschalten. Jetzt shakest du, jetzt komm. Jetzt bist du fast da. Alles bah. Es ist so ein Upturn. Dieser Mensch ist so ein kranker Upturn. Also es ist ja schon eklig, überhaupt diese Gesichtsausdrücke und alles von ihm. Aber er tanzt ja nicht nur, wie Nasrin am Anfang gesagt hat, ja, so ein bisschen so dancen und booty shaken. Er ist übelst grabbelig und touchy und eklig unterwegs einfach. Also Hut ab an alle Verführerinnen, die das über ihren Körper ergehen lassen haben, weil ich finde es richtig eklig, wo der mit seinen Griffeln überall ist. Und wie er mit seinen Griffeln überall ist. Ja, aber sein Blick ist auch immer gleich wie jeder. Ich würde ihm gerne sagen, dass für mich jetzt so eine Grenze gekommen ist oder ich die mir selber auch gezogen habe, weil ich einfach merke, dass es mich mehr verletzt, als ich das davor erwartet habe. Das, was hier gerade passiert, ein Riss in die Beziehung. Ich werde alles dafür geben, dass diese Risse behoben werden und wir stärker hier rausgehen. Ich checke es nicht. Ich möchte schreien. Also auch so, wie sie da sitzt und das erzählt, denkt man, hast du dir das vorher aufgeschrieben? Habt ihr irgendeinen Plan? Warum quatschst du denn so ein Müll? Und auf der anderen Seite ist halt einfach, sie liebt den halt. Und ist hier auch noch im Scheuklappenmodus wie Vivian. Spätestens, wenn du das so gezeigt bekommst, musst du hier niemanden in Schutz nehmen. Und du musst hier nie daran arbeiten, dass da Risse wieder weggehen. Du nicht! Ist ein Mann, der sich hier 2 Wochen nicht zusammenreißen kann, der Richtige für dich? So komisch es vielleicht für die Außenwelt klingt, bisher ist er noch mein Joshi. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du für dich erkennst, was dir gut tut und ob er der Richtige ist und dass du noch ordentlich reflektieren kannst, ob das eine Beziehung für die Zukunft ist oder nicht. Also ich muss erst mal sagen, Lola in diesen Einzellagerfeuern finde ich wirklich gut, finde ich wirklich klasse, wie sie dann auch trotzdem auf so eine gute Art und Weise noch mal
nachfragt und den Mädels auch sagen will, ey, jetzt nochmal Augen auf. Möchtest du jemanden, der sich so verhält in den 2 Wochen, wenn du nicht da bist? Und da muss doch hier schon Alarm sein, weil dieser Mensch in Innsbruck wohnt, einfach weggegangen ist. Du wusstest nichts davon. Du weißt nicht, was er macht, wenn er da ist. Ich habe einfach, bevor wir hergekommen sind, meinen Mund zu weit aufgemacht. Aber du bist ja nicht das Problem. Genau, du hast nicht gesagt, du kannst trocken trinken. Nee, du hast nicht gesagt, du kannst einen Schrecken bekommen. Ganz klar, bin ich so froh, dass die anderen da jetzt ein bisschen deutlicher mit ihr reden, wie sehr sie den Fehler bei sich sucht. Und ja, die beiden haben sich gesagt, sie legen keine Grenzen fest. Aber wenn du deinen Partner oder deine Partnerin liebst und wenn du auch deinen Partner oder deine Partnerin respektierst und akzeptierst, muss in manchen Fällen keine klare Grenze da sein. Sondern da muss doch das Verständnis für den Partner oder für die Partnerin da sein, zu sagen, Alter, was mache ich hier gerade? Was tue ich meinem Partner oder meiner Partnerin an? Also das ist doch ein Selbstverständnis. Und jetzt sucht Sina die Fehler bei sich. Ich werde wahnsinnig, ich werde sauer, will jetzt hier schon zuklappen. War das für dich trocken, Sex? Sorry, dass ich so... Ja. Nasrin, was bedeutet eine Grenze für dich? Kann man die einfach so überschreiten und dann passiert nichts? Was macht er, wenn er alleine ist, ohne Kameras, in Österreich mal mit seinen Kollegen feiern geht? Ey, und wir sind in Folge 8 und ich habe das Gefühl, jeder andere Mensch, der nicht Nasrin heißt, fragt sich das die ganze Zeit. Ey, wie benimmt er sich ohne Cams? Also für mich ist das schon so, ich bin ja dann aber immer ganz schnell, da ich sage, ja, Girl, Innsbrucker Girls, warum haben wir noch nichts gesehen auf TikTok oder Co., wo ein Mädel gesagt hat, ey, ja, ich hatte was mit Joshi, mit deinem süßen Joshi. Weil wenn du dich so verhältst, ohne Kameras und dann den Move machst, dass du einfach für dich entscheidest, du ziehst nach Innsbruck, obwohl du in einer Beziehung bist. Ich hätte kein Vertrauen mehr in diesen Menschen. Sorry, nein, null. Also ich bin ein bisschen sprachlos einfach. Und ich glaube trotzdem auch, dass es bei ihr ankommt, aber sie halt nicht die richtigen Schlüsse daraus zieht, sondern sie dann halt Fehler bei sich sucht, warum er so handelt. Und ich sage euch jetzt schon, wie es ist, der wird das auch so drehen am Endlagerfeuer oder beim nächsten Lagerfeuer, wenn er da wieder irgendwas sieht und sagt, das hat dann halt bei mir gekickt, die Eifersucht hat dann halt gekickt, als ich dich da mit Alvin gesehen habe und dann habe ich auch losgelegt und musste irgendwie die Bilder aus meinem Kopf bekommen. So eine Scheiße wird er ihr erzählen und dann sagt sie, ach so, du hast eigentlich nur aus Liebe so gehandelt. Alter, ich brech doch ab. Der einzige Mensch, der mich was beweisen muss, ist... Nasrin. Nee. Dir selber. Richtig, ich muss mir selber was beweisen und sonst gebe ich nicht. Und dann lebt sich so gut, glaub mir. Ich glaube, er verwechselt seine Spiritualität und sein Freigeist-Dasein ein bisschen mit einfach auf Scheißen und redet sich dann irgendwelche Sachen ein, von wegen, es wäre alles okay, was man macht. Nee, also auf keinen. Das würde ich gerne genauso stehen lassen. Also ich komme gar nicht mehr hinterher mit Facepalms, die ich machen möchte. Und ich denke, bist du dumm? Er hat ja auch nicht ganz Unrecht, dass man eigentlich, wenn er nur sich selber was beweisen muss. Aber so, trotzdem ja auch Nasrin. Also sind die nicht da auch so angetreten, dass er sagt, hier, du kannst mir vertrauen. Ich werde in Innsbruck, mache ich nichts. Ich verhalte mich jetzt hier wie da, damit du siehst, ich mache da nichts. Es geht alles nach hinten los, Joshi. Geht ganz nach hinten los. Alles ganz dumm. Abends, immer wenn alle schon im Bett sind, sind Sandra und Moja immer noch auf der Couch und ziemlich lang. Da kann schon einiges passieren in den nächsten Tagen, glaube ich. Mit der Sandra kann man schon echt reden. Das fühlt sich überhaupt nicht fremd an. Das fühlt sich so vertraut an. Ich glaube schon, dass ich heute sehr, sehr gut schlafen kann. Alter, so quatschen Boys, wenn sie ein Mädel neu kennenlernen und sagen, ey, dann sagen die zu mir, Lena, ey, mit der fühlt sich das schon so vertraut an, als ob wir uns Ewigkeiten kennen. Das sagst du nicht über deine Verführerin, während deine Freundin in der anderen Villa sitzt. Und Bezugsperson hin oder her, das ist zu viel, das ist zu weit. Du baust dir eine Ebene mit einem anderen Mädel auf. Und das ist nicht BFF-mäßig. Turn off the light. So, hier, ihr seht's, Licht aus und dann geht ja auch Sandra näher ran. Die kuscheln, die schlafen so ein. Moosbein ist über ihrem Körper nochmal so. Die sind richtig verknotet ineinander. Also da muss kein Kuss oder irgendwas fallen. Das ist scheiße. Ich würde mir von Mo wünschen, dass er halt manchmal
einfach ein bisschen Rücksicht auf mich nimmt in dem, was er halt tut. Er soll Spaß haben, er soll auch mit der Verführerin abhängen, damit habe ich auch kein Problem. Einfach ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, das würde ich mir wünschen. Nee, Vivi, das Wort, nach dem du suchst, ist ein bisschen Respekt, nie nur Rücksicht. Einfach mal ein bisschen Respekt gegenüber der Partnerin. Und du sagst ja selber, Bezugspersonen, die können chillen, die können quatschen. Nicht kuscheln. Ich bin da nicht blöde oder was? Magst du auch so intensiven Sex? Ich mag eher so ernsthaft so, komm, jetzt leg dich da hin und komm. Ja, ja, nimm, ja, schon, ne? Mal, aber drück dein Gesicht ins Kissen. Nur die Gesichtszüge, während er das erzählt. Ey, Sex ist breit gefächert, jeder kann da sich ausleben auf der Ebene, wie er möchte. Wenn Nasrin auch darauf steht, ey, komm hier, go for it. Aber wir wissen von Nasrin, dass sie das auf keinen Fall möchte und dass eine Abmachung zwischen den beiden war, dass nicht darüber gesprochen wird, wie die Vorlieben sind. Erst lecken, bis sie kommt und dann gehen die richtig ab. Mach mal Augen zu. Ich nehme dich mit auf eine Reise. Streichel mal weiter. Unser liebes Lieschen hat ja ein bisschen Druck, sage ich jetzt mal, von Anfang an. Und da dachte ich, helfe ich einfach ein bisschen nach. Und da gab es eine kleine Story à la Shades of Grey. Ich habe euch die schlimmen Teile aus dieser kleinen Story à la Shades of Grey erspart. Keine Ahnung, ich muss sagen, und das werdet ihr, also Typen, die wissen, eine ist hier horny. Die machen sich teils einen Spaß daraus, das weiter anzutreiben, aber die machen sich ja einen Spaß daraus, weil sie es geil finden. Weil sie das jetzt geil finden. Und wenn mein Freund eine andere Frau geil machen möchte, weil ihm das gerade gefällt, nö, würde ich sagen, Yoshi-Maus, nie so cool. Ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ein Mann lange in einer Beziehung ist, hat nichts mit Liebe zu tun, ne? Nicht falsch verstehen. Und dann ist er 14 Tage irgendwo und dann sind da 10 Frauen, die ihm 24/7 diese, du bist der schönste Mann, oh mein Gott, du bist so männlich. Ja, ja, voll. Und sie sucht jetzt schon, ohne dass sie alles gesehen hat, Entschuldigung für sein Verhalten vor den anderen vergebenen Frauen. Die Frau ist wahnsinnig. Und dann sagt sie, stellt euch mal vor, 2 Wochen ist er da. Stell dir mal vor, Nasrin, dein Joshi lebt seit einem halben Jahr in Innsbruck. Da sind Frauen. Wer weiß, was die deinem kleinen Joshi sagen seit einem halben Jahr. Wieso kommst denn du nicht auf diesen Gedankengang? Wieso nicht? Weil Claire heiser. Jeder war angespannt. So, also schon wieder Temptation Sound in der Frauenvilla. Bin gespannt, was denn jetzt in der nächsten Folge gezeigt werden soll. Also entweder kriegt, und das ahne ich irgendwie trotzdem so ein bisschen, Vivi schon so ein Schlüsselloch einfach nochmal gezeigt von Mo. Vielleicht, dass er da sagt, ja, ich muss das erstmal mit Vivi klären oder so. Dann ist nächste Woche Einzellagerfeuer für die Boys. Und es tut mir leid, dass ich mich hier gerade wieder so abgefuckt habe. Aber eigentlich tun mir doch die Frauen nur leid. Und man denkt sich so, warum rafft ihr das nicht? Also es ist ja nicht nur wie bei Vivi mit der Anfangsstory, die sie hatten beim Einzug. Ja, irgendeiner hat behauptet, die hätte Mo und sie hätten sich geknutscht. Aber es gibt keine Beweise für. Ey, aber hier kriegst du gefühlt täglich Bilder geliefert, die dir eigentlich nicht unbedingt das Gefühl geben, dass du an der Behauptung zweifeln kannst oder solltest. Genauso wie Nasrin. Und wenn ich dann hier Storys sehe, wo man sich denkt, Alter, sind die immer noch zusammen? Sind die wieder zusammen? Hat sie ihm wieder eine Chance gegeben? Dann muss man sich nie nur fragen, möchtest du so einen Mann, der sich 2 Wochen so verhält, sondern möchtest du deine Zeit, und unsere ganze Zeit ist begrenzt hier, zumindest auf diesem Planeten, möchtest du deine Zeit und Liebe an so einen Menschen verschwenden? So, das bringt mich dann eher immer hoch. Und jetzt eure Meinung in die Kommis, knallt das voll. Ich muss mich beruhigen, trink Salbeitee, weil ich bin hier wahrscheinlich gleich wieder heiser danach. Seid so, wie ihr bleibt. Ach so, liken, teilen noch und kommentieren. Und abonnieren, falls ihr es noch nicht habt.